Willkommen zu einer neuen Schulklasse von Welpentrainer André Vogt. Ich bin mittlerweile ja schon seit 15 Jahren Hundetrainer und kann ja auch schon auf 2 erfolgreiche Welpenklassen zurückblicken. Und ich bin total überzeugt, dass wir auch diese 3. Klasse weit nach vorne bringen und dass sie entspannte und souveräne Welpen werden. Okay. Neben ganz viel Unterricht erwarten die Welpenschüler aufregende Klassenausflüge. Das erste Mal Schlittenfahren und Schnee. Ein Schnupperkurs bei den Rettungshunden. Und ein echter Hindernisparcours. Oh, wow, wow, wow! 1+ für Goethe. Unter den 5 Schülern gibt's die Eifrigen und die Verweigerer. Wenn ihr besonders gut trainiert habt, dann liebt euer Hund das Körbchen so sehr, dass sie gar nicht mehr raus will. Für mich ist natürlich wichtig, dass unsere Welpenbesitzer das fleißig zu Hause trainieren und so Stück für Stück zu einem guten Team mit ihrem Hund werden. Aber auch die Zuschauer zu Hause sollen natürlich ganz viel Input mitnehmen. Am ersten Schultag geht es vor allem um den richtigen Blickkontakt. Er schaut jetzt zum Futter. Nö, keinen Hunger, danke. Hallo. Beim Blickkontakt reicht übrigens ein Blickkontakt. Aber Streber gibt's ja in jeder Klasse. Und die, die sich einfach nie benehmen. Charlie! Oh, da haben wir wieder eins von unseren Missgeschicken. Letzte Vorbereitungen im Klassenzimmer. Welpentrainer André Vogt und seine Assistentin Dana Thiemel erwarten gleich 5 junge Fellnasen zum ersten Schultag. Wir haben für die nächsten Wochen ein straffes Programm für die Welpen und auch ihre Besitzer vorbereitet. Und da geht es neben diesen klassischen Kommandos, die wir natürlich brauchen, wie Abruf oder bei Fuß gehen, ganz stark auch um die Bindung zu ihren Besitzern. Weil das ist das Wichtigste und damit werden wir auch beginnen. Der erste Grundschüler trifft bereits mit seiner Familie ein. Der Entlebucher Sennenhund Goethe. 3 Monate jung und schon ein Haudegen. Warum muss der Strolch denn in die Schule? Wir finden es schön, wenn er heute lernt, in seinem Körbchen zu bleiben. Weil das ist auch bei uns zu Hause so ein Thema, dass er nicht alleine jetzt immer bleibt. Genau, dass er nicht jetzt immer sofort hinter einem hinterher rennt. Und wenn wir Besuch bekommen, dann pinkelt er erstmal unseren Besuch an vor Freude. Und das ist so unser größtes Problem. Das würden wir halt gut finden, wenn er das schnell im Griff bekommen würde. Auch für den 13 Wochen alten Charlie ist heute der erste Schultag. Die Bordeaux-Dogge ist ziemlich gemütlich und genauso störrisch. Was erhoffen sich denn die neuen Eltern von ihrem Hundebaby in der Welpengrundschule? Im Moment ist es so, dass Charlie alles klaut, was nicht niet- und nagelfest ist. Das heißt, er nimmt gerne Schuhe mit, Decken, Sofakissen. Er knabbert auch draußen irgendwie gerne alles an. Also jeder Strauch, der irgendwie in seiner Höhe ist, der wird gern mitgenommen. Und das wäre irgendwie schön, wenn wir daran arbeiten könnten. Die 3. Grundschülerin ist ein Cocker-Spaniel-Welpe. Mit 15 Wochen ist Rosi die Klassenälteste. Aber auch sie hat ihre Probleme. Wo genau drückt der Schuh? Rosi ist unser neuer Staubsauger. Die frisst alles vom Boden, was so da liegt. Das ist unser Problem. Geht nicht, überhaupt nicht an alleine. Springt und hüpft den ganzen Tag. Und rennt zur Haustür und bellt, wenn es klingelt. Und wir erhoffen uns heute von dem Tag, dass wir da gute Sachen an die Hand kriegen und vorgemacht kriegen, wie wir es vielleicht besser machen können. Besser machen will es auch Rockys Familie. Die Leidenschaft des 12 Wochen alten Mini-Aussies zuschnappen. Und damit bringt der kleine Wirbelwind die ganze Familie zur Verzweiflung. Mich würde freuen, wenn er auch nicht der Schlimmste der Klasse wird, quasi der Klassenpflege, und ordentliches Sozialverhalten lernt. Dass man nicht andere Hunde anspringt, denen in die Ohren beißt und solche Sachen. Das wünschen sich auch Bellas Eltern. Die 15 Wochen alte Dalmatinerin ist ihr erster Hund und ständig im Spielmodus. Und wo klemmt's? Also ich denke mal, sie wird jetzt gleich ganz viele Menschen anspringen, dass wir das vielleicht schon mal irgendwie unterbinden können. Genau, dass sie das ein bisschen ganz gut, ja. Anfängt zu lernen schon. Na dann, willkommen zum ersten Schultag. Welpentrainer André und Assistentin Dana sind bereit. Ich habe den nächsten fertig. Boah, du bist aber schnell. Ich brauche hier noch ein bisschen, André. Wir haben diesmal handgefertigte Spielzeuge hergestellt. Das hat einfach den Vorteil, die sind sehr weich und daher auch sehr welpengeeignet. Man kann da super mit zerren und spielen und ich denke, die werden sich sehr darüber freuen. Ja, das glaube ich auch.
Na, dann kann's ja losgehen. Goethe steht die Aufregung schon ins Gesicht geschrieben. Oder ein bisschen tiefer. Und wer bist du? Hä? Das ist Goethe. Na, Goethe. Oh, ja. Oh! Wunderbar, okay. Goethe hat sich sehr gefreut, zu viel gefreut und hat mal direkt hier alles vollgepinkelt. Und wie ich höre, ist das auch zu Hause ein Riesenproblem. Da müssen wir auf jeden Fall ganz schnell ran. Das ist natürlich ein unangenehmes Problem. Wir machen das gleich sofort weg. Vielleicht bringt's ja Glück. Charlie dagegen ist die Ruhe selbst. Erstmal alles erkunden. Na? Bist du aufgeregt? Ja. Mit Sicherheit nicht so sehr wie Bella. Endlich mal jemand, der Bock hat auf Schule und Lernen. Die Bella kommt hier sehr, sehr aufgeweckt rein und will erstmal alles entdecken und will schon loslegen. Ich freue mich total, dass wir diesmal auch einen Dalmatiner dabei haben und bin total gespannt, wie sie sich entwickeln wird. Das gilt natürlich auch für Rosi. Die hat direkt Verstärkung durch die große Schwester mitgebracht. Rocky dagegen kommt allein, aber mit viel Selbstvertrauen. Wen haben wir denn da? Hallo, Rocky, ne? Ja, wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Schaut euch mal um und lernt mal die anderen kennen. Wir kommen gleich dazu. Wunderbar. Ja? Okay. Danke. Wer sind die denn alle? Hm, das sind meine neuen Mitschüler. Das ist aber aufregend. Gerade am ersten Tag finde ich es total wichtig, dass die Besitzer erstmal mit ins Loft kommen und wir eine Übung gemeinsam machen. Die Hunde haben die Chance, erstmal hier ganz entspannt anzukommen, als wenn sie sofort alleine hier reingehen. Und so ist der Start einfach etwas angenehmer. Und zum Auftauen von Hund und Herrchen gibt's erstmal eine extra Übungsrunde für beide. Komm zur Ruhe. Ihr habt die junge Welpen, die sind aufgeregt. Und eine Sache ist für uns ganz am Anfang total entscheidend. Und das ist, dass die Welpen auch zur Ruhe kommen können. Und das wäre jetzt gleich das allererste, was wir hier mal ganz entspannt auch im Sitzen machen können. Eine kleine Übung, die nennt sich einfach Pauseübung. Gibt's denn hier irgendeinen Hund, der besonders aufgeregt ist und ganz viel Energie hat? Ja, der Rocky könnte, glaube ich, auch ein bisschen. Dana, kannst du mal den Rocky einmal zum Zeigen nehmen? Na, Rocky, kommst du mit? Genau, also eine ganz, ganz einfache Übung, aber sehr effektiv. Ihr habt einen angeleinten Hund und bewaffnet euch mit ein bisschen Futter und legt die Leine einfach auf den Boden und tretet drauf. Und zwar so, dass der Abstand wirklich gering ist. Also nicht, dass der Hund permanent unter Spannung steht, ja, aber dass der Hund auch nicht viele Möglichkeiten hat, jetzt da rumzulaufen. Ja. Wo wir drauf warten, da kann man es schon sehr schön sehen, ist jede Form von Entspannung. Ja, im Idealfall natürlich, dass er sich hinlegt oder sogar den Kopf ablegt und völlig entspannt. Wir belohnen also hier in dem Moment eine Emotion und die ist Entspannung. Das ist unser Ziel und das würde ich euch bitten, dass wir das jetzt mal alle machen. Eine kleine Übung mit großer Wirkung. Eng an der Leine zu liegen, ist nichts für Rosi. Zu Hause ist die 15 Wochen alte Hündin eher als Ausreißerin bekannt. Rosi, komm. Küssi. Wenn meine Besitzer auch nie eine Leine nehmen. Sie bleibt bei der Hälfte oft noch stehen, orientiert sich, wo sind wir. Aber wir sind nicht so blauäugig und denken, das bleibt so. Nee. Obwohl ist sie denn jetzt schon wieder? Ich glaube, sie ist zum Türchen. Ja, dann ist sie weg. Dann ist sie wieder drunter her. Ich bin erstmal weg und ich laufe auch bis zu drei Nachbarn weiter und guck mal, was da. Und da kann ich am Zaun stehen und rufen und machen, interessiert die überhaupt nicht. Ich liebe halt die Freiheit. Ihr doch auch. Deshalb habe ich doch keine Leine. Wir haben keine Lust, einen Zieh- und Zerrhund zu bekommen, den wir nicht von alleine lassen können. Und da liegt es uns dran. Dabei wirkt die kurze Leine hier bei allen sehr beruhigend. Wenn ich das hier mal beobachte, die Rosi ist, glaube ich, komplett eingeschlafen. Also fantastisch, das ist total gut. Diese Übung macht ihr bitte, so oft es geht. Die Welpen müssen lernen, sich zu entspannen. Das ist oft, was fehlt und deswegen haben wir hinterher überdrehte Hunde, die sehr, sehr reizanfällig sind. Und deswegen ist auch das eine wunderbare allererste Übung. Wir haben für alle hier zum Start ein paar Sachen mitgebracht, die wir für die Ausbildung brauchen. Die zeige ich euch jetzt mal. Und da haben wir zum Beispiel für euch selbst gemacht, ja, ein kleines Spielzeug, Welpen geeignet natürlich. Dann haben wir eine Leine, und zwar eine ganz einfache, kurze Führleine. Führleine? Ich stehe nicht auf. Ist auch gerade so gemütlich.
Die ist nicht lang, die ist jetzt 3 Meter in dem Fall. Und die werden wir sehr viel einsetzen. Oh oh, das klingt nach einer Drohung. Ebenso wie die nächste Übung, denn die heißt Markerwort aufbauen. Wir brauchen ja, um den Hund zu belohnen, ein Markerwort. Ja? Also ein Geräusch oder ein Wort, wo wir dem Hund signalisieren können, hey, das hast du super gemacht. Ja? Und das ist die einfachste Verknüpfung, die es eigentlich gibt. Kann ich das mal ganz kurz mit der Bella hier demonstrieren? Und jetzt überlegen wir uns ein Markerwort. Hättet ihr eine Idee gerade? Ja, für die mal fein genutzt. Fein, gut, dann mache ich das jetzt auch mal. Ja, also das heißt, ich habe hier Futter, der Hund hat schon so eine gewisse Erwartungshaltung und dann kommt einfach fein, zack, Futter. Also erst kommt der Marker, dann kommt das Futter sozusagen hinterher. Dann würde ich sagen, sucht euch einen ruhigen Platz und dann legen wir mal damit los. Okay, ich habe was von Futter gehört. Wo muss ich hin? Ach, ich mach's einfach wie Charlie. Sitzen und bedienen lassen. Nee. Erst ist fein, dann das Futter. Du stehst einfach hier oben, hast dir das Futter bereit, er schaut hoch und dann kommt fein und dann geht die Hand erst runter. Fein. Und Futter. Das Problem ist, wenn ich schon das Markerwort benutze und gleichzeitig mit dem Futter in die Richtung gehe, ist das Gehirn quasi aus. Das heißt, es wird nichts gespeichert. Ich habe das Futter hier, benutze das Markerwort, nehmen wir einfach mal ja und dann erst geht das Futter Richtung Hund. Keks. Dabei dürfen die Markerworte ruhig kreativ sein, wie etwa Keks. Keks. Okay, das war schon fast richtig. Jetzt versuch noch mal, die Hand erstmal stillzuhalten mit dem Leckerchen. Dann ganz langsam erst Keks sein. Und jetzt genau, das ist besser. Jetzt sind wir an dem Moment angekommen, wo wir die Verabschiedung machen. Ist das erste Mal, ist hart, wir wissen das. Wir werden den Hund ablenken und wenn die sich hier als Gruppe haben, funktioniert das total gut. Goethe, oh, guck mal, man ist satt. Und dann dürft ihr euch verabschieden, wir sehen uns später. Oh, du bist aber gierig. Das hat schon jetzt ein komisches Gefühl, wo man ihn jetzt die ganze Zeit immer zu Hause hatte und nie alleine gelassen hat. Und ihn dann jetzt in die Kita zu geben das erste Mal, ist schon jetzt irgendwie was anderes. Ja, aller Abschied ist schwer. Rosi, dann bis später. Ablenkung hilft dabei am allerbesten. So ein bisschen wie der erste Kita-Tag damals bei unserer Tochter, glaube ich. Erstmal ist es komisch, ihn allein zu lassen. Dabei ist das für die Rasselbande so gar kein Problem. Die Neuschüler haben richtig Spaß und geben Vollgas.